Dieses Video widme ich dem Uli, der meinen Weg zum Bergsteiger wesentlich mitgeprägt hat. Demnächst jährt sich ein Drama zum 6. Mal, das die Bergsteiger-Community im ganzen Alpenraum sehr tief betroffen gemacht hat. Am 22.10.2016 hat eine große Lawine 4 erfahrene Bergsteiger in der hochfernen Nordwand mit in die Tiefe gerissen. Heute nehmen wir den Berg und die Ereignisse genauer unter die Lupe. Die Hochfernerspitze wird auch Hochferner genannt und ist mit 3470 Meter nicht nur einer der höchsten Berge in den Zillertaler Alpen, sondern auch einer der berüchtigsten. Der Gipfel liegt direkt am Hauptkamm der Berggruppe und liegt unweit der Grenze zwischen Österreich und Italien, das hier von Nord- und Südtirol getrennt ist. Der Berg ist ab einer Höhe von rund 2500 Metern vergletschert, wobei der Gletscher auch hier jedes Jahr deutlich zurückgeht. Nach Nordwesten bildet die Hochfernerspitze markante und bis 950 Meter hohe Hängegletscher, die bedrohlich in die Tiefe abstürzen und teilweise bis 70 Grad Steilheit geneigt sind. Durch die Nordwand des Hochferner führen klassische alpinistische Eisrouten, auf die ich hier gleich eingehen möchte. Der Normalweg auf die Hochfernerspitze, die selber kein Gipfelkreuz hat, ist relativ einfach und wurde im späten 19. Jahrhundert erschlossen, als ein Professor aus Jena mit den Bergführern Stefan Kirchler und Hans Stabeler aus Sandentaufers von Lappach aus zum Eisbruckjoch und auf den Hochfeiler stiegen. Diesen überschritten die drei und erreichten nach 7,5 Stunden über den Weißkarferner den Gipfel der Hochfernerspitze, wo der Professor eine Flasche mit seiner Visitenkarte deponierte. Heute geht man über die Hochfeilerhütte als kombinierte Hochtour auf den Gipfel. Man geht zuerst Richtung Hochfeiler und wechselt dann über den Weißkarferner Richtung Ostgrat zum Hochferner rüber. Der Ostgrat ist relativ unschwierig, jedoch teilweise sehr brüchig, da sich die Kletterschwierigkeiten nicht viel höher als im ersten Schwierigkeitsgrad befinden. Der Normalweg ist dahingehend relevant, weil er von mehr als 90% der Alpinisten, die die Hochferner Nordwand machen, als Abstiegsweg gewählt wird und man den Berg bei dieser Tour einmal umrundet. Mir sagt die Hochferner Nordwand seit dem 22. Oktober 2016 was. Das war zu einem Zeitpunkt, als ich mich gerade vom Berggeher, der anspruchsvolle Bergtouren macht, zum etwas extremeren Alpinisten entwickelte. Zum damaligen Zeitpunkt verfolgte ich die Touren, die so in der Bergsteigerszene gemacht wurden, und ich stand mit einem Südtiroler im Austausch, der mich auf einige künftige Tourenideen brachte, die ich auch alle im Folgejahr gemacht habe. Es handelte sich dabei um Touren wie zum Beispiel den Ortler über den Hintergrat, die Ostrinne der Königsspitze, den Hochgall über die Gallrinne und viele mehr. All diese Tourenideen bekam ich über Uli. Der 22. Oktober war allerdings der letzte Tag, an dem ich von Uli gelesen habe. An diesem Tag bzw. in den Folgetagen las man nämlich über ein Unglück, das sich in Südtirol ereignete. In der Hochferner Nordwand ist eine Lawine abgegangen, die 4 erfahrene Alpinisten mitgerissen haben soll. 3 davon waren Familienväter und alle 4 waren Bergretter, sofern ich es richtig im Kopf habe. In den klassischen Zeitungsmedien wurde Tag ein, Tag aus über die Rettungsversuche berichtet. In den sozialen Medien gab es hunderte Leute, die mit Uli und seinen 3 Kameraden mitfieberten. Was war denn eigentlich passiert? Die 4 waren zu einer Bergtour auf die Hochfernerspitze aufgebrochen und wählten die Route durch die Nordwand. Sie ist aus dem Fitschertal beim Parkplatz der Hochfeilerhütte erreichbar. Von dort kann man zu einem Biwak aufbrechen, das relativ schnell erreicht werden kann. Das Biwak ist nach Günther Messner, dem Bruder von Reinhold Messner, benannt.
und es befindet sich in unmittelbarer Nähe der Hochferner Nordwand. In der Günther Messner Biwakschachtel ist Platz für rund 8 Personen und die Einrichtung beschränkt sich auf das Allernötigste. Wer in ihr schläft, dem ist am nächsten Morgen definitiv nicht zu warm. Aber immerhin hatte man ein Dach über dem Kopf und war windgeschützt. Will man dann die Hochferner Nordwand machen, so hat man es mit einer knapp 1000 Meter hohen Eiswand zu tun, in der bedrohliche Seracs auf einen warten. Man muss nicht nur im Steileis zwischen 50 und 90 Grad Steilheit sicher mit Steigeisen, Eisgeräten und Eisschrauben klettern können, sondern man muss durchgehend auch die Lawinengefahr, die Steinschlaggefahr und die Spaltensturzgefahr zwischen den Seracs beachten. Es handelt sich dabei um ein durchgehend steiles und schattiges Labyrinth, das ein Abenteuer für einen ganzen Tag ist. Hat man es bis zum Ausstieg der 1000 Meter hohen Wand geschafft, muss noch einmal rund 2000 Höhenmeter bis zum Ausgangspunkt der Tour abgestiegen werden. Die vier Kameraden waren jedenfalls am 22. Oktober 2016 in der Wand und in der Nacht zum 23. Oktober wurde um 23.50 Uhr eine Vermisstenanzeige abgegeben. Aufgrund der Vermisstenmeldung fand in der Folge eine Suchaktion statt, bei der die Rettungskräfte eine Lawine in der Wand entdeckten. In den frühen Morgenstunden bargen dann die Rettungskräfte die leblosen Körper von zwei der vier Bergsteiger. Die Bergsteigerszene war bestürzt über die Tragödie und andererseits gab es zum damaligen Zeitpunkt die Hoffnung, dass Uli und sein Kamerad der Lawine entkommen konnten. Wie so oft bei derartigen Bergunglücken setzten die Rettungskräfte ihre Suche aber auch weiterhin fort, so gut dies die Umstände zuließen. Nach mehreren Tagen der Suche wurden Uli und der vierte vermisste Kamerad aber am 26. Oktober 2016 leider auch nur leblos aus einer Gletscherspalte geborgen. Alle Fotos und Videos, die ich euch eingeblendet habe, sind von meiner Hochferner Begehung, die ich ein knappes Jahr nach dem Unglück selber durchgeführt habe. Mir hat es zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht loslassen, was da mit dem Uli und seinen Kameraden passiert ist. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass so was Endgültiges einem so erfahrenen Alpinisten passieren kann, der noch dazu mir gegenüber immer so entgegenkommend und auskunftsfreudig gewesen ist. Wie ich die Tour gemacht habe, waren meine Gedanken durchgehend bei Uli und das hat mir einfach zum Nachdenken gebracht. Ich habe mir die Frage gestellt, wie schlimm sowas wohl sein muss, allein und fernab von jeder Zivilisation sterben zu müssen. Egal, ob es schnell geht oder der Lebenskampf länger dauert, es ist einfach was Endgültiges, was da passiert. Der einzige Wermutstropfen, sofern es da überhaupt einen geben soll, ist wohl der für Freunde und Angehörige, dass zumindest die Körper gefunden wurden und dass man schlussendlich weiß, was passiert ist. Mit der Geschichte aus den Bergen will ich Uli und seine drei Kameraden weiterleben lassen, will aufzeigen, dass wir auch 6 Jahre nach dem Unglück noch immer an euch denken. Und ich will dir, lieber Uli, einfach für den damaligen Austausch danken, den es gegeben hat. Denn der Uli hat einen Teil dazu beigetragen, dass ich heute der bin, der ich eben bin. Möget ihr vier alle in Frieden ruhen.